Hallo, einen wunderschönen guten Mittag. Ich bin jetzt gerade in Berlin, in Wedding und stehe hier vor dem Ballhaus Wedding. Wie man sehen kann, die Aufmachung, das Rot, wohin verführt das? Heute ist Tag der offenen Tür und wir sind gespannt, was uns erwarten wird. Viel Spaß. Herzlich willkommen im Ballhaus Wedding. Wir wollten einfach mal für die Nachbarschaft, für Berlin, einen Tag der offenen Tür machen, um auf diesen neuen Kulturort hinzuweisen. Wir haben ein umfangreiches kulturelles Programm, von der Varieté-Show über Zeitreisepartys, Tanzveranstaltungen, Sonntagsbrunch mit Live-Musik. Und es ging einfach mal darum, für einen Tag das Ballhaus zu öffnen, sodass Leute sich das angucken können, mal reinschnuppern können und sagen, ach, hier kommen wir einfach wieder, wenn es uns gefällt. Hallo, Sie sind heute auch Gast hier im Ballhaus in Wedding. Ja. Hat es Ihnen bisher gefallen? Ja, ich bin überrascht, heute das Ballhaus hier im Wedding zu besuchen. Was gibt es heute hier? Heute wird hier das Ballhaus als Tag der offenen Tür geöffnet und wir erfahren über die Geschichte vom Ballhaus. Es gab auch ein kleines Buffet, es gibt Jazzmusik, es wird auch getanzt als Paartanz und wir haben einen Flohmarkt und nette Zusammenkünfte auf dem Garten vor dem Ballhaus. Und haben sehr schöne historisch eingeräumte Räume und haben sehr viel erfahren über die Geschichte der Ballhäuser in Berlin. Fand es sehr interessant, darüber zu erfahren. Walk around the space, there's a lot of attention to the details, and it seems like a little bit of a discovery adventure. It's a lovely, relaxing Sunday afternoon with my white wine in this beautiful building. Das Ballhaus ist ein neuer Kulturort im Wedding, natürlich für alle Berliner geöffnet. Wir haben hier verschiedene Veranstaltungen wie Theater, Poetry Slam, verschiedene Tanzrichtungen, über 12 verschiedene Tanzrichtungen können hier getanzt werden, wie Tango, Swing, Salsa, Jive, Rock'n'Roll und so weiter. Wir haben eine Varieté-Show und auch eine Zeitreiseparty mit verschiedenen Motto, wie zum Beispiel die nächste in die 60er Jahre.